Der hier ist besser als Ferhat, sagt ihr. Wow. Gib mir so ein bisschen Ferhat-Vibes. Bester Döner in Frankfurt? Bester Döner in Deutschland. Oh! In diesem Sinne, guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen im FFM. Heute haben wir was sehr, sehr Spezielles vor. Es ist aktuell 17.11 Uhr, 17.12 Uhr und wir sind den ersten Tag jetzt in Frankfurt und ich glaube, ich habe vielleicht einen sehr, sehr krassen Döner gefunden. Ich habe so eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht, da ist mir so ein Dönerladen sehr, sehr heftig rausgestochen und den will ich heute probieren. Der heißt irgendwie Bio-Döner, das ist der erste Bio-Döner, der kostet auch so um die 15 Euro oder so. Die Bilder sahen sehr, sehr krass aus. Das Fleisch, das gibt mir schon so, und ich kann es nur über die Bilder sagen, so Ferhat-Vibes. Der hat sich sehr, sehr gut schlau gemacht. Wie sieht der Ferhat-Döner aus? Das sieht so ein bisschen aus und das finde ich ziemlich interessant. Frankfurt Bahnhof, crazy voll. Ist wirklich nicht normal. Als allererstes, natürlich, falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, könnt ihr gerne ein Abo hier lassen. Ein Abo einfach so, wir sind kurz vor den 100.000. Das ist auf jeden Fall noch so ein kleines Goal, das ich voll machen will. Ausgang. Wir werden auf jeden Fall abgeholt von einem sehr, sehr guten Kollegen, Youssef. Team Burger Hannes, meine Boxermaschine, mein Rücken in Wiesbaden und Frankfurt. Mit Karim natürlich. Oh, Wetter ist gut. Wetter ist sehr, sehr gut. Frankfurt, wir sind doch da. Oh, hallo! Was geht, mein Bruder? Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Lange nicht gesehen. Alles gut, Bro? Gut, bei dir? Alles super, Bro. Sind wir ready? Bist du gut angekommen? Super. Stark. Frankfurt. Sollen wir es gleich sagen, oder? Sag. Sagen wir es? Ja, ja. Ich hab den Namen vergessen. Bio-Döner. Bio-Döner für 15 Euro. Was sagst du zu Döner zum Preis von 15 Euro? Bruder, ist eigentlich... Das ist schon eine Straftat eigentlich, gell? Das ist schon heftig, wir müssen auf jeden Fall mal mit dem reden. Zwei Döner, 30 Euro? Damn. Vielleicht kann man ein Ding machen, Ratenzahlung. Ja, mal gucken. Boah, das ist ein Haarschnitt. Boah, das ist ein Haarschnitt mit Haare waschen auch. Kopfmassage. Ja, ja, ja. Warum heißt der Monster fit? Bruder, ich habe keine Ahnung. Aber das sind alles so Fragen, die werden wir gleich lösen. Ich glaube, wenn du den Döner isst für 15 Euro, dann kannst du... Bist ein Monster, Bruder. Dann bist du monsterfit. Das Fleisch hat krass ausgesehen. Ich habe auch schon am Anfang des Intros gesagt, es gibt mir so ein bisschen Ferhat-Vibes. Sieht ein bisschen aus wie Ferhat-Döner. Muss mal schauen, wie die Qualität wirklich ist am Ende des Tages. Wie geht's Burger Hannes? Burger Hannes geht's gut, Bruder. Ja? Wir haben Update gehabt. Neues Fleisch, neue Käsesoße, neue Gewürzgurken. Also, ich glaube aber, dazu wird ein komplettes extra Video kommen. Und wir starten, wenn wir in Wiesbaden ankommen, nach Frankfurt. Was? Da wohne ich. Echt? Ja, Mann. Ich glaube, da ist Dings. Ashraf wohnt dort, oder? Ja, Ashraf wohnt da, ja, Mann. Boah. 6 p.m. Ja. Da gehen auch Partys ab, Bruder. Da oben? Ja, ja. Ist es das Ding, was wir gerade gesehen haben? Ja. In dem wohnt Ashraf? Ja. Was mit den Tacos? Oder was macht der Lukas? Primus Tacos. Ja, genau. Ja, Pop-Up. Am 21.02. Am 21.09. Pop-Up in Wien. Primus Tacos von Lukas. Abchecken, vorbeischauen. Das ist ein Kollabo zwischen Lukas, Ferhat Döner und ich hab's vergessen. Genau, ich schaut da vorbei. Auf die Idee, ey. Die sieht geil aus. Ja, Mann. Ja, weil das Fleisch halt, Bruder, du kannst das Fleisch mit allem essen. Es schmeckt. Echt? Grand Hotel, hessischer Hof. Ist Frankfurt in Hessen? You're a fucking idiot. Da. Hast du ihn? Ich hab ihn. Bio-Döner. Bio-Döner. Da ist er, ja. Ja, da ist der Laden. Ladies and Gentlemen, Bio-Döner. Frankfurt! Boah, ich muss aufpassen mit der Tür. Frankfurt, ja, siehst du? Die Tür kostet toll. Bruder, jede die Frau, Bruder, die Tür. Jede Frau hätte die da jetzt ja, scratched. Nichts gegen Frauen, wir sind nicht frauenfreundlich oder so. Ey, dein Fenster hinten ist noch offen. Ja, geht mit Schlüssel. Ja. Mit Schlüssel? Nein. Doch, bleib lang drauf auf Zumachen. Und? Ich wüsste. Du wusstest das nicht? Ich wusste das nicht. Ich hab das auch seit 5 Jahren. Was? Bio-Donor. Hallo, wie geht's? Hallo. Wie geht's? Danke. Alles Danke. Fit? Dürfen wir bei euch filmen? Natürlich. Ja? Kommst du gerade aus dem Gym oder warum bist du so stabil? Wir sind einfach stabil. Ja? Ja, ja. Wegen dem Bio-Döner? Richtig, natürlich. Okay, geil. Kenn ich von irgendwo. Das kann sein. Kennt man wahrscheinlich. Ja, das kann sein. Mir wurde der Döner, diese Filiale sehr, sehr oft vorgeschlagen. Warum ist euer Döner gerade so viel in vieler Munde? Warum unser Döner in vielen Munde ist, ja. Guck mal, kannst da unser linkes Zertifikat, das ist das Bio-Zertifikat. Ja. Alle unsere Zutaten, die du hier siehst, sind Bio-zertifiziert. Ja. Wir haben hier kein Bildschirm. Das ist unser Fleisch. Mhm. Abgehangenes Dry-Age-Bio-Rindfleisch aus dem Schwarzwald. Das ist wirklich was sehr, sehr Besonderes. Mhm. Das Ganze zeige ich dir mal kurz mal so. Verarbeiten wir in der Produktion jeden Tag zu Döner.
Ah, okay. Es wird gewürzt mit weißem Pfeffer und Salz und wir stecken den auch jeden Morgen frisch. Oh, wow, wow, wow. Wir sind wow. Um die Uhrzeit jetzt schon fast ausverkauft. Ah, ihr macht dann zu? Richtig. Der Döner sieht super aus, by the way. Ja, ja, der ist Weltklasse. Ja? Wirklich. Bester Döner in Frankfurt? Bester Döner in Deutschland. Oh, oh, stark. Ich bin gespannt, was du sagst. Okay. Das ist, was ich am Anfang gesagt habe. Von den Bildern her könnte ich auch mir vorstellen, dass das mit einer der besten in Deutschland ist. Ich habe noch nicht alle in Deutschland probiert. Aber was möchtest du denn? Und ja, genau. Aber sieht super aus. Mit was isst du denn? Oh. Dankeschön. Gerne. Knoblauchsoße, Ketchup, Fleisch, ja, klar. Ist da. Mit Lammfett, gell? Alles Rind. Alles Rind? Alles Rind. Woher kommt dieser leichte Lammgeschmack? Das ist das Rinderfett. Ja. Das sehr hochwertige Rinderfett. Wir benutzen einmal die Oberschale. Ja. Enrico. Ja, ist extrem hochwertiges Fleisch. Mit 3 Wochen Abgangs, reift perfekt. Also es ist das beste Fleisch, was du in Deutschland bekommen hast. Würzt ihr das gar nicht? Weißer Pfeffer und Salz. Weißer Pfeffer und Salz, das war's. Genau. Okay, ist noch genug Fleisch da für 2 Döner? Natürlich. Wie ist es bei euch? Bestellt man... Ah, ich beantworte es mir selber. Bio-Döner mit 180 Gramm Fleisch. 14,99. Wie kann man noch Döner Bowl? Es ist immer 118 Gramm Fleisch. Döner Salat Bowl gibt's und vegetarisch. Der Preis natürlich 14,90 €. Stellt sich folgendermaßen zusammen. Man geht immer, wenn man sagt, ein hoher Preis, dann geht man auf Qualität und auf Qualität, die der Endkonsument auch merkt im Produkt, wenn er es isst. Probier, Bruder. Bro, ich muss unbedingt probieren. Schmeckt sehr geil, gell? Das ist kein Dönerfleisch, Bruder, das ist Steak. Ja. Das ist der traditionelle türkische Döner. So ist er in der Türkei auch. Der wird jeden Tag frisch handgemacht. Und in Deutschland ist halt so, die sind meistens Kälber. Also die benutzen Kalbsdönerfleisch. Die werden in Produktion gemacht. Und wärmefrisch, das besonders Fleisch in Steakhäusern, wirst du diese Qualität nicht mit. Das ist sehr, sehr intensiv im Geschmack. Ja, ja. Und verschwindet aber auch. Und schön fettig. Also man mag, ich bin Fan davon. Fett ist ja so, weißt du, Geschmacksträger. Und Salzgehalt ist auch top. Top, ja. Unser Brot ist ein sauer. Okay, aber mal eine kurze Frage. Habt ihr schon mal von Ferhat Döner gehört? Ja. Ja, schon mal gegessen? Ich habe auch schon einige Kunden gehabt vom Ferhat Döner. Die Jungs kennen Ferhat Döner auch, die kommen aus Fulda. Ja? Extra hierher wegen dem Döner. Okay, und wie ist der? Habt ihr Ferhat Döner schon mal gegessen? Ja, kein Vergleich. Also hier auch unserer Meinung nach Weltenbesser. Der hier ist besser als Ferhat, sagt ihr. Okay. Okay, geil. Ja, dann. Jetzt weiß ich, wer du bist. Mit Lukas habe ich genau. Das Video gesehen. Ja. Jetzt. Ich bin, wenn Lukas Batman ist, bin ich Robin. Genau so. Okay, geil. Also, ich muss auch ehrlich sagen. 2 Döner, oder? Ja, genau, 2 Döner. Ich habe die Bilder gesehen und eure Bilder sind so clean auf Google. So einfach der Döner. Nicht kein Schnickschnack. Und der hat mich sehr an Ferhat Döner erinnert. Und das finde ich geil. Gar kein Konkurrenzdenken oder so, gell? Sondern. Ferhat macht sein Ding auch geil. Ja. Er ist ein traditioneller türkischer Döner. Ja. Also finde ich gut, was er macht. Wir haben halt von der Qualität, mehr geht nicht. Dry Age, Bio. Ja, 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 geil. Wir stecken jeden Morgen frisch, wie du siehst. 10 von 10. Ist kein Massenprodukt. Was mit deinem Brot? Unser Brot, wir backen unser Brot jeden Tag selbst in der Bio-Handwerksbäckerei. Ja. Unser Brot ist, die Zutaten sind alle Demeter-zertifiziert. Also das Höchste, was überhaupt möglich ist. Kein Zucker drin, müsst ihr probieren. Das ist ein Sommerbrot. Das ist der Erste, glaube ich, der sein Brot nicht smasht. Oder ja, einfach so. Hey. Ich würde sagen, wir probieren 2 Döner. Wir probieren einfach 2 Döner. Ganz entspannt, geil, klassisch. Geil, freut mich, Jungs. Freut mich auch. Wir müssen jetzt unbedingt probieren. Ja, ja. Mit Soße oder ohne? Was gibt's uns empfehlen? Ich empfehle euch ohne Soße. Ich ohne Soße. Richtig. So, aber ansonsten, ihr habt auch nur klassisch Joghurtsoße. Ich zeig dir gerne mal, was für einen Joghurt wir haben. Ja. Wir haben den Demeter-Schrotzenberger Joghurt. Ja. Das ist der hochwertigste überhaupt Demeter-Qualität. Also ja. Alles, was wir benutzen, ist 90% Demeter-Qualität. Okay. Ich muss sagen, der Mann gefällt mir. Er ist ein bisschen ein Nerd so. Er nimmt es sehr ernst, aber ich mag das. Ich mag das. Du lässt nichts dem Zufall. So, von der Tomate bis zum Fleisch, das ist geil. Ich kann mal was dazu beitragen. Ich habe 2011 den Laden... Warte, ich gehe mal vom Bild weg. 2011 habe ich den Laden angemietet. Ja. 5 Jahre dran geschraubt. Ja. 16, wie du siehst, habe ich die Marke angemeldet. Ja. Und dann kam Monster Energy.
Millionen, Milliardenunternehmen haben uns blockiert. Wir haben mehrere Jahre mit dem Rechtsstreit gehabt. Ja. Und nach mehreren Instanzen haben wir dann am Ende Recht bekommen. Ja. 2019 wollte ich nochmal öffnen, dann kam Corona. Shit. Haben wir verschoben. Insgesamt habe ich hier 13 Jahre Miete bezahlt, habe das Ding aufgebaut in Produktion. Aber nach 13 Jahren haben wir das beste Produkt, was überhaupt noch möglich ist. Monster Energy hat euch angeklagt wegen dem Namen Monster Fit. Richtig. Was ist denn los mit denen? Ja, Red Bull ist eh besser, deswegen. Okay, check. Okay, habe ich verstanden. Das heißt, du hast seit 13 Jahren an diesem Produkt getüftelt, Miete bezahlt. Ich war mehrere Jahre in der Türkei, habe das Ganze gelernt. Das Brot, Rezepturen, alles perfektioniert. Und das Endprodukt ist fürs. Wie heißt du, wenn ich frage? Das freut mich. Oder mich auch. Geil. Dann essen wir jetzt Döner, Ladies and Gentlemen. Wir haben genug gehört über das Produkt. Es sieht sehr clean aus, alles sehr klassisch. Wir haben einmal Joghurt, wir haben dünn geslicete Tomaten, entschuldigen Sie. Dann haben wir Zwiebeln, Salat und rotes Kraut. Wir haben Schafskäse, Hummus, was nicht traditionell ist, aber ansonsten sitzt alles. Das Wetter ist gut, ist perfekte Dönerzeit. Bio-Donor bei MonsterFit. Wenn die dein, der erste ist für dich, Bro. Ist, also wir essen nicht zusammen, Bruder. Wir essen gleichzeitig. Ich sage euch ehrlich, das ist ganz klassisch. Ladies and Gentlemen, ich sage euch so, es gibt manche Sachen, die erkennt man direkt auf einem Bild, dass sie krass sind. Und das habe ich euch gesagt, die Bilder sehen sehr, sehr krass aus. Am Ende des Tages, ob dieser Döner der Beste ist oder ob das der Beste, ist mir scheißegal. Um es ganz klar zu sagen, aber so wie dieses Fleisch da drin gerade geschmeckt hat. Warum MonsterFit den Namen eigentlich? MonsterFit. Du machst Bodybuilding und so, ja. Immer schon Sport, Kampfsport, ja? Bodybuilding. In der Jugend hat man mich Monster genannt, deswegen okay. MonsterFit. Geil. Was für Kampfsport machst du? MMA? Ich hab geboxt, alles gemacht, schon gerungen. Okay. Fitness, alles. Geil. Die Sonne ist aufgegangen mit dem Döner. So, jetzt auch mal hier für euch in den Kommentaren. Was sagt ihr? Dieses Bild. Döner. So muss doch ein Döner aussehen, oder? Fleisch, Salat, Zwiebel, Tomate, man sieht alles, keine Soße, Brot sieht frisch aus. Ich muss schauen, falls ich auch diesen Buddy bekomme wie du dann. Siehst top aus. Also, wir haben jetzt genug geredet. Wir beißen jetzt da rein und genießen dieses Ding. Hey, der gehört Yusuf. 3, 2, 1, Ladies and Gentlemen, lasst es euch schmecken. Halleluja. Top 3 safe in Deutschland. Echt? Ich habe noch nicht alle gegessen, aber... Mach nochmal ein Biss. Schmeckt perfekt, Bro. Schmeckt perfekt. Ich habe mir 30 Jahre Zeit gelassen, ein bisschen auf diesen. Er schmeckt perfekt. Ich sag dir ehrlich, ich würde... Was ich mir noch wünschen könnte, ist... Für mich könnte... Ich sag immer, ich will mehr Salz. Es könnte sogar für mich ein bisschen weniger salzig noch sein. Aber es ist perfekt. Nein, es ist perfekt, Bro. Das Brot, Salat, erster Biss, alles erwischt. Junge. Probier. Warte mal. Banger. Tipp mal einmal hier in die Soße rein. Klassisch Joghurt. Boah. Ist auch guter Joghurt, Alter. Schau mal diese Konsistenz an. Der Schrotzenberger Joghurt, Demeter Qualität. Ich muss die Veganerin wird auch hier sogar Döner essen. Ja? Sogar Veganer können jetzt hier. Aber es gibt vegane Optionen, habt ihr? Ja, genau. Wir haben Hummus da. Ja? Endlich ja. Mit oder ohne? In Deutsch. Schau, ich will gar nichts sagen. Auf jeden Dönerladen, der schmeckt einfach. Der schmeckt mir, aber der ist für mich perfekt gerade. So wie er hier steht, das Brot ist perfekt knusprig. Weiß ich nicht mal, wie die das hinbekommen haben, weil es ja. Es ist soft, es ist Brotverhältnis. Du beißt in den Döner und du schmeckst trotzdem als allererstes Fleisch. Danach kommt Gemüse, danach kommt Brot. Soll ich auch mein Pulli ausziehen, meinst du? Ja, zieh aus. Glaubst du, bei mir hat sich schon was... Ja, du hast dicke Arme bekommen. Ah, okay. Ja, ja. Ey, das Brot ist krass. Ja, ja. Ey, das... Guck mal. Warte, bist du rein? Hör mal. Denkst du, bist in Frankreich? So, ist mir leer. Lass mal was her, nein, scheiße. Ah, okay. Ja, ja. Ah, die war noch da. Ja. Ich will mal Sport machen.
Ohne Witz. Ja, genau. Hört euch die Story an von dem Typen. Für mich der Abstand der beste Döner, den ich gegessen habe. Ja. Mm. Ich weiß nicht mal, wie er das gemacht hat. Einfach süß im Mund. Das ist alles top. Das ist alles top. Ich sage dir ehrlich, Luca, wenn du Fehler suchst, du findest gerade keinen. Der Döner ist perfekt belegt, sauber belegt. Nicht zu ohne Soße ist besser, sage ich ehrlich. Also Joghurt, der schmeckt geil und so. Aber der Döner an sich ist... Von dem isst du zwei nach dem Sport, dir geht's gut. Gar kein Problem. Ich habe noch nie einen Döner gegessen ohne Soße. Und der schmeckt. Und ich sag dir ehrlich, Bombe, Bruder. Mhm. Krass, ich esse nie wieder ohne Soße. Du isst nur noch ohne Soße. Nur noch ohne Soße. Im Vergleich zu Ferhat, ich will nicht sagen, dass das eine Kopie ist, aber ich weiß dadurch, dass ich das schon ein paar Mal gehört habe, das ist der klassische Döner. So. Und deswegen ist es für mich keine Kopie, sondern einfach sehr gut umgesetzt. Ob der besser oder schlechter ist, Bro, keine Ahnung. Aber darum geht es, glaube ich, auch nicht. Weil Ferhat hatte eigentlich mehr den Auftrag in seinem Kopf, dass er überhaupt das Döner-Game verbessert. Weil es so viele Dönerläden gibt, die Döner machen und sich aber immer noch Döner nennen. Du hast ja nicht mal mehr echtes Fleisch drin. Somit, wenn an jeder zweiten Ecke so ein Döner ist. Das ist ein Erlebnispunkt. Und das ist das Ziel. Dankeschön. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Weißt du, was ich meine? Natürlich, 14,90 Euro ist ein massiver Preis. Mhm. Ja? Aber wenn der Döner gut ist, zahle ich ihn. Fertig. Genau, Wer mir einen Döner zeigt, der besser schmeckt als dieser hier, in Deutschland, ja, in Deutschland, wichtig, fangen wir an mit 300 Euro. Kriegt von mir 300 Euro. Wer mir den besseren zeigt. Ich würde anfangen mit einem Menü bei Burger Hannes. Okay, Menü bei Burger Hannes. In diesem Sinne, genießt das Wetter, bleibt gesund da draußen, habt euch lieb, seid nett zu euch, immer respektvollen Umgang. Hat Spaß gemacht, war ein Erlebnis. Kommt vorbei, probiert den aus, lasst einen Daumen hoch, kommentiert, pushen. Bis bald. Komm vorbei, Jungs. Warte mal. Der Mann, gell. Ist der Pump da? Bizeps ist da. Monsterfit. Bizeps ist da, Monsterfit. Beide Monsterfit. Guck mal, die Spitze. Ja, die sind. Ja, die will auch. Die sind auch. Beide auf Testo. Die merkt. Ist der Testo-Döner. Ja. Zu leid. Ich habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Oh, der nimmt Bio wirklich ernst. Der nimmt Bio wirklich ernst. Bio Wasser. 19 Euro.